Sag euch einmal, wie das Tigerfang geht. Gut, also Werner, auf geht's. Ruder heben, Mini-Joystick nach hinten. Ruder senken, Mini-Joystick nach vorne. Mini-Joystick nach links, ist Schwunggang links. Mini-Joystick nach rechts, ist Schwunggang rechts. Mit diesem Kreuzschalter wird die Schlägerhöhe verstellt. Schalter nach links oben, linke Schlägerrad geht nach oben. Schalter nach links unten, linke Schlägerrad geht nach unten. Schalter nach rechts oben, rechtes Schlägerrad geht nach oben. Nach rechts unten, rechtes Schlägerrad geht nach unten. Drückt man zugleich den roten Multitaster, verstellen sich beide Seiten synchron auf und ab. Mit diesem Kreuzschalter wird die Rodertiefe verstellt. Schalter nach links unten, Tastwalze links geht runter. Schalter nach links oben, Tastwalze links geht rauf. Schalter nach rechts unten, Tastwalze rechts geht runter. Schalter nach rechts oben, Tastwalze rechts geht rauf. Drückt man zugleich den roten Multitaster, verstellen sich beide Seiten synchron. Mit dem gelben Knopf wird der Maschinenantrieb eingeschaltet. Und auch wieder ausgeschaltet. Lenkungshauptschalter nach oben, Hinterachslenkung ist verriegelt. Nach unten, Hinterachslenkung ist entriegelt. Parkbremse lösen, Parkbremse einlegen. Symbol Hase, Straßengang einlegen. Symbol Schildkröte, Ackergang einlegen. Zum Losfahren, Parkbremse lösen, Fahrpedal treten. Zum Abbremsen, Fahrpedal loslassen, Bremse treten. Zum Rückwärtsfahren, Fußschalter Fahrtrichtung drücken und gedrückt halten. Und Fahrpedal treten. Mit der Taste Nummer 2 aktivieren wir durch einmaliges Antippen die Wendefahrt. Und durch längeres Festhalten die Starrfahrt. Grüner Knopf, Motordrehzahl erhöhen. Gelber Knopf, Motordrehzahl absenken. Beide zugleich. Motordrehzahl zurück in automotiven Betrieb. Rotative Schaubalken auf und rotative Schaubalken ab. Ruderaggregat reversieren. Zwickwalze aktivieren und Zwickwalze wieder abschalten. Achsabstützung aktivieren, Maschine links abstützen, Maschine rechts abstützen.
Tempomat einschalten, Tempomat ausschalten. Dieser Schalter dient zum Umschalten der verschiedenen Videokameras. Position 1, nur belegt beim Allround-Schläger. Schlägerklappe auf. Und Schlägerklappe zu. Position 2, Blatteller ausklappen, Blatteller einklappen. Position 3, Entladeband ausklappen, Entladeband einklappen. Position 4, Bunkerelevator ausklappen, Bunkerelevator einklappen. Position 5, Bunkerschnecke vorne und hinten auf, Bunkerschnecke vorne und hinten ab. Position 6, Bunkerschnecke vorne auf, Bunkerschnecke vorne ab. Position 7, Bunkerschnecke hinten auf und Bunkerschnecke hinten ab. Position 8, Zusatzachse heben, Zusatzachse senken. Position 9, Reihenabstand verstellen der Scharkörper und Nachköpfer auf 50 cm und auf 45 cm. Beim Umstellen des Reihenabstands müssen Scharkörper und Tasträder abwechselnd verschoben werden. Position 10, Steinsicherungsdruck erhöhen, Steinsicherungsdruck senken. Position 11, Kabinensolltemperatur erhöhen oder Kabinentemperatur senken. Position 12, Gebläsestufe erhöhen oder senken. Klimaanlage aus. Verstellung der Schongangstufe 0, 1 und 2. Bunkerschnecken Drehrichtung manuell umschalten. Ruderaggregat manuell verschieben nach links, manuell verschieben nach rechts.
Ladeband heben. Und Ladeband senken. Entladeband Höhenspeicher 1. Entladeband Höhenspeicher 2. Die Taste Plus, Minus werden die Stufen zu- und weggeschaltet. Stufe 1 Entladeband. Stufe 2 Quergradsboden langsam. Stufe 3 Quergradsboden schnell. Stufe 4 Längsgradsboden langsam. Stufe 5 Längsgradsboden schnell. Mit dem Drehrad wird die gesamte Bunkerentleerung schneller oder langsamer gestellt. Mit dieser Taste wird die Bunkerentleerungsautomatik gestartet. Mit der Stopptaste wird die komplette Bunkerentleerung abgeschaltet. Siebband-Reversierung. Position 1, Blattteller schneller, Blattteller langsamer. Position 2, Rüttelschaugeschwindigkeit schneller. Geschwindigkeit langsamer. Position 3, Tastwalzen Voreilung schneller. Tastwalzen Voreilung langsamer. Position 4, Rodewalzengeschwindigkeit schneller, Rodewalzengeschwindigkeit langsam. Position 5, Siebbandgeschwindigkeit schneller, Siebbandgeschwindigkeit langsamer. Position 6, Siebsternanlage schneller, Siebsternanlage langsamer. Position 7, Nachköpferbalken auf. Köpferbalken ab. Position 8, Leitrosthöhe höher. Und tiefer. Position 9, Tastwalze verschieben. 50 cm und auf 45 cm. Position 10, Schlägerentlastung rechts, Druck mit Plus erhöhen, mit Minus senken. Position 11, Schlägerentlastung links erhöhen oder senken. Position 12, Schlägerwartungsstellung. Schläger in Wartungsstellung hochschwenken und Schläger wieder absenken.